Ja, und wieder begrüße ich euch auf meinem YouTube-Kanal WOT Kleiner Panzerfreund zu einem weiteren Gast-Replay, das mir freundlicherweise Gräsi Genie von dem Clan Tod zur Verfügung gestellt hat. Eigentlich wollte ich das Gast-Replay nicht zeigen, weil es ist ein M46 Patton, das ist ein Tier 9er Medium, der Amerikaner. Wie ihr wisst, konzentriere ich mich ja eher auf die mittleren Tiers, aber ich habe was angeschaut und es hat mir so gut gefallen, dass ich mich jetzt doch entschlossen habe, dieses Tier 9er Gefecht euch zu zeigen. Aber wie ihr mich ja mittlerweile kennt, mache ich das nicht einfach so, sondern mache auch immer eine Einleitung zu meinen Replays. Und das sieht wie folgt aus. Ich habe den Tankinspektor geöffnet und ich kann jedem empfehlen, den runterzuladen, sich da anzumelden, kann man viel Wissenswertes draus lernen. Und ich zeig mal euch, wie der Patton so aufgebaut ist, was er für ein Geschütz hat, wie die Panzerung ist. Also jetzt, ich habe den Panzer weder auf dem Live-Server noch auf dem Test-Server gespielt. Warum? Ich weiß es nicht. Könnte ich eigentlich auch mal tun. Und deswegen bin ich jetzt mit diesem Panzer nicht so technisch bewandert. Die Panzerung am Turm und von vorne, ihr seht, das was blinkt, ist 102 mm. Rein jetzt von den Daten würde ich sagen, es ist für ein Tier 9er Panzer nicht allzu üppig, denn wenn man sich die Seite hier anguckt, es ist jetzt auch nicht so abgeschrägt. Erinnert mich ein bisschen so von der Rundung her an das Sherman. Also wie gesagt, 102 mm, auch oben die Kommandantenkuppel ist jetzt auch nicht so klein. Sie ist zwar abgerundet, da wird einiges abprallen. Da hat er nur eine Schuttpanzerung. Ja, da wird nämlich nichts weiteres aktiviert, auch 102 mm. Neben an der Backe hat er 76 und da vorne hier, da auch, da oben auch, hier auch. Da hinten hat er nur 51. Da oben, da freut sich die Arti. Wenn die einschlägt, gibt's Tode. Da hinten hat er auch 51. Und die Ketten werden mit 20 angezeigt. Also rein von der Panzerungswerte. Naja. Gehen wir mal auf die Kanone. Da gibt es etliche. Aber ich habe jetzt mal die Top-Kanone eingebaut und ich seht, ich hab auch schon einen verbesserten Waffenrichtantrieb eingebaut, einen Lüfter und einen Ansetzer. Und da komme ich hier auf eine Feuerrate von 7,645, Nachladezeit 7,8 abgerundet. Genauigkeit ist ganz gut mit 0,375. Zielerfassung, da habe ich aber jetzt schon diesen Waffenrichtantrieb mit einkalkuliert. Und den Lüfter, ich kann ja mal gucken, ich baue es mal wieder aus. Das baue ich auch mal wieder aus. Jetzt gucken wir mal auf die reinen Werte des Panzers. Da hat er jetzt, wo ist es denn? Eine Zielerfassung von 2,2 und eine Nachladezeit von 8,9. Ja, die Struktur, Turmdrehgeschwindigkeit, Sichtweite. Die Sichtweite sollte man hervorheben, 410 Meter ist klasse. Wenn man da noch den Kommandant auf Weitsicht schult und noch ein Fernrohr mit einpackt, Lüfter, dann kommt man über 500 Meter. Ist für ein Medium auch wichtig, denke ich. Motor. 820 PS, das ist ganz okay. Spezifische Leistung 19,03. Das heißt, der sollte eigentlich relativ dynamisch sein, der Panzer. Kommen wir mal hier zu der Feuerkraft. Ich habe es jetzt verglichen mit dem Centurion da unten. Da ist er etwas schlechter. Da ist er gleich. Also Schaden 390 Damage. Das soll so ein Tier 9er schon haben. Aber Schaden pro Minute, da drückt er ganz schön was raus mit 2624. Da ist er um einiges besser wie zum Beispiel der Centurion. Da, das spiegelt sich natürlich auch in der Nachladezeit, in der Feuerrate. Zahnwerte, okay.
Ist er auch besser wie der Centurion? Wenn er mich jetzt fragt, warum dass ich den Centurion genommen habe, einfach mal so, um einen Vergleich, einen Panzer zu haben. Weil ich finde den Centurion auch ganz okay. Trefferrate und hier die Siegrate des Panzers, die wird aus dem Server genommen, aus 368.245 Gefechten. Und da ist er leicht schlechter wie der Engländer. Mit 51,17. Matchmaking, ja, das passt auch, das ist gleich. Okay, Mobilität, wie ich schon gesagt habe, da ist er gut. 48 km/h, ist auch okay. Wirtschaftlichkeit, Überlebenswahrscheinlichkeit, das sieht es wieder etwas düster aus. Okay. Ja, ich will jetzt nicht noch weiter ins Detail gehen. Ich denke, ihr habt euch jetzt mal zumindest einen Eindruck über den Panzer gewonnen. Wie er so aussieht, was er für eine Panzerung hat. So sieht er real aus. Ihr werdet es ja gleich im Gefecht sehen. Noch was Anmerkung zur Benennung des Panzers M46. Der Panzer wurde nach George S. Patton benannt. Das S steht für Smith. Das war ein US-amerikanischer Panzergeneral im Zweiten Weltkrieg. Sollte eigentlich jedem bekannt sein. Ist geboren am 11. November 1885 in Kalifornien und gestorben am 21. Dezember 1945 in Heidelberg an den Folgen eines Verkehrsunfalles. Der Verkehrsunfall hat sich an einem Bahnübergang in Mannheim-Käfertal ereignet. Da ist ein Chauffeur mit einem anderen Militärfahrzeug zusammengefahren. Er wurde nach vorne geschleudert, hat sich dabei einen Halswirbel gebrochen. Die Verletzung war so schwer, dass er dann ein paar Tage später an einer Lungenembolie verstorben ist. So, jetzt haben wir das Geschichtliche, Historische, Technische abgeklärt. Und jetzt kommen wir zum Gastriplay von Crazy Genie 11. Viel Spaß beim Anschauen. Bis gleich. So, jetzt sind wir im Gefecht. Wir befinden uns auf der Karte Lakeville in einem Begegnungsgefecht. Die Siegeschance liegt bei 55%. Unser Crazy Genie 11 vom Clan Tod spielt den M46 Patton. Ich habe es ja schon erwähnt. Im Gegnerteam ist ein M103, T54, Tortoise und bei ihm ein IS-8. Auch ein T54 und dann geht's runter auf 8er und 7er und Scouts sind auch mit dabei. Ja. Die normale Munition, also die AP-Munition, hat einen Durchschlag von 218 bei einem Schaden von 390. Die APCR-Munition 265er Durchschlag und die HE-53er Durchschlag mit einem Schaden von 480. Man sieht es ja schon, man könnte gerade meinen, ich hätte das Replay etwas schneller gestellt, wie der da abgeht. Der Panzer ist sehr dynamisch, sehr beweglich. Oder auch nicht. Kurve da jetzt nicht bekomme. Ja, und so arg angewinkelt vorne ist die Panzerplatte auch nicht. So, er fährt gleich mal vor in der Cap. Den kriegt er nicht, der ist in einem Stein und er ist schon tot. So, weil man sieht es ja hier auf der Minimap, der Gegner, der kommt jetzt auch gleich in die Stadt. Mit dem Cap setzt er natürlich jetzt auch die Gegner etwas unter Druck, die müssen jetzt reagieren. So, wie ist schon der erste Kandidat, der M103. Da haben wir einen vorwitzigen IS. Also, wenn ich den IS spiele, würde ich ein bisschen den Ball flach halten und mich nicht mit dem Patton anlegen wollte. Aber nun ja, das ist seine Sache. Das ist der T54. Noch ein Panda ist aufgedeckt.
kriegt er nicht. Ja, da muss er jetzt aufpassen, wobei der VK2801, der kann nicht viel machen. Er hat schließlich schon jetzt schon zwei Abraller kassiert. Ist ja auch schön. Schön in die Unterwanne. Tiger 2 hat gleich mal einen schönen Gruß bekommen. 413 Schaden. Und? Klasse. Ja, und er hat gar nicht groß eingezielt. Und ich muss noch was feststellen. Zielkreis ist in der Bewegung relativ klein. Schaut mal, was, guck mal. Und noch einmal eine reingedrückt. Nochmal 410 Schaden. Er hat jetzt in den wenigen Minuten, wo das Gefecht jetzt im Gange ist, schon 2800 Schaden gemacht. Hat er jetzt sogar brennend geschossen. Da hinten ist ein Frosch. Das ist phänomenal, dieser Panzer. Wie der. Wieder nicht richtig eingezielt, also der Zielkreis ist aber sehr klein von den Ketten, muss ich schon sagen. Und die Treffer, die... Es geht ja so schnell, ich kann es ja kaum kommentieren. Der Waffenträger, er schießt ob gekonnt, klasse zurückfahren. Sehr schön. 4:5 steht's. Ajo, der IS-3. Kritische Treffer. Aber jetzt... Ja, dein Turm ist halt doch schon hart nichts angeschrägt. Auch von der Seite. Klasse. Klasse. Der ist auch weg. Und der Frosch. Der hat noch eine geben können, aber der Frosch ist auch weg. Das ist wichtig. Ein Geschütz weniger. Eine vom IS-3. Ja. Okay, er wollte halt rausnehmen. Er hat noch 38% Struktur. Und hat jetzt mittlerweile schon 4000 Schaden gemacht. Und hab das wieder gesehen. Wieder gekonnt in die Unterwanne. Kaum eingezielt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. In die MG-Kuppel reingeschossen und in die Garage geschickt. So, jetzt haben wir im Gegnerteam noch den M103, der steht da hinten noch in einem Haus, und der IS-3. Der Tiger ist auch noch mit dabei. Der Scout macht mal jetzt wenig Kopfzerbrecher. Nein, schießt er in den Boden. Ja, okay, das ist mal schon passiert. Der Wolfisch hat jetzt keine einfange. Der IS-3, wenn der trifft, das macht schon Aua. Abgeprallt. Ja, das kommt halt auch vor. Jetzt kriegt er mit. Da ist er wieder. Durch. Ach, jetzt kriegt er 409 vom M103. Also ich muss sagen, ich bin dann ungeduldig. Wenn ein paar Mod jetzt abprallt, dann schalte ich um auf Premium-Munition. Aber was habe ich denn dabei? Und da kann man halt auch mal 2, 3 Premium-Granate mal drauf schieße. Aber das ist meine Sache. Das kann jeder machen, wie er es meint zu tun. Jetzt kommt der Tiger 1. Der ist ja noch Full HP. Er war Full HP. 12:10. So, aber jetzt. Der ging nicht durch. Vielleicht hat er auch ungünstig die Kette getroffen, dass die Kette es geblockt hat. Auch machen könnte. Ah, der ist weg. Also mit HE hätte man auch schießen können. Aber er ist weg. Ist rausgenommen. Er hat 4 Kills und hat fast 5000 Schaden gemacht. Der Tiger, der ist schon tot. Wo der weiß es nicht. Jetzt weiß er es.
14 zu 10, 5044 Damage hat er gemacht. Und das in 7,5 Minuten. Es lebt bloß noch der Panda. Ich würde sagen, das Spiel ist gewonnen. Gleich kippt das durch. 77, 78%. Panda hat nicht mehr viel, hat noch 70 Hitpoints. Ich denke, der T25-2 wird ihn ausschalten. Basis ist gekappt. Panda ist auch tot. Spiel ist gewonnen. Klasse. Also ich bin begeistert von diesem Gastreplay. Klasse. Auf der Uhr stehen 5044 Schaden. Und jetzt kommen wir noch zur Gefechtsauswertung im Detail. Also bis gleich. Ja, das war ein wirklich wohlverdientes Panzerass-Abzeichen oder auch Ace-Tanker. Dann hat er natürlich eine ganze Reihe von Mickey-Maus-Medaillen bekommen, wie den Fire for Effects, den Fighter, den Duelist, den Hand of God und den Bruiser. 89.655 Credits, 2050 Erfahrungspunkte und der Großkaliber. In der Teamauswertung ist er mit dieser Leistung mit Abstand auf Platz 1, 5044 Damage. Und die reine Nettoerfahrung, die er bekommen hat, ist auch sehr beachtlich mit 1367. 24 Schüsse abgegeben, 21 haben getroffen, 17 durchschlagen, 9 Treffer hat er selbst kassiert, 5 sind durchgegangen, 4 hat die Panzerung abgehalten, und zwar 740 Damage hat die Panzerung geblockt, 5 Fahrzeuge hat er beschädigt, 5 hat er zerstört, 206 Spotting Damage hat er auch noch bekommen, 33 Eroberungspunkte und er ist 2,34 Kilometer gefahren, aber immer nur hin und her auf dieser kleinen Fläche. Ist aber nur sekundär. Ja, super, klasse. Das war ganz großes Kino, hat mir wirklich gut gefallen. Nochmal Glückwunsch an den Crazy Genie Elf vom Clan Tod und danke für das Gastreplay. Ich würde mich über Kommentare, über Likes und über weitere Abonnente freuen. Wünsche euch allen viel Erfolg bei World of Tanks und sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.